Also ich beschäftige mich mit den Strukturmerkmalen moderner Gesellschaften, insbesondere spätmoderner Gesellschaften, wobei für mich besonders der Aspekt der Kultur zentral ist. Wir haben ja in vieler Hinsicht in den Gegenwartsgesellschaften die Erwartung, dass Einzigartigkeit, Besonderheit, Außergewöhnlichkeit fabriziert wird. Und meine Frage ist eben, welche Folgen hat das, wenn also Besonderheit selber zu einer Erwartung wird? Tatsächlich hatte ich dieses Erlebnis, dass mir eigentlich klar wurde, dass man also mit so einem Konzept wie Singularisierung, also die Fabrikation des Einzigartigen, dass man da ganz unterschiedliche Ebenen mit betrachten kann. Also sowohl die Menschen, die nach Einzigartigen streben, aber auch die Dinge, die als Einzigartige geformt werden, aber auch zeitliche Einheiten, räumliche Einheiten. Und was mich dabei aktuell besonders interessiert, sind die politischen Konsequenzen dieses Strukturwandels. Also ganz konkret gesagt, inwiefern ist der politische Liberalismus der letzten Jahrzehnte in eine Krise geraten? Warum ist er in eine Krise geraten und was sind mögliche Auswege?